Jo Leute, willkommen zum nächsten Video. Bisschen näher an. Will ich sehen, ob ich gleich alle drei mache für diesen Video oder ist getrennt? Will ich sehen. Mache ich spontan. Wir haben schon. Sublet habe ich auch tatsächlich. Okay. Um gut zu wissen halt, ne? Ja. Ich muss halt die ganzen Links drücken, die ganzen Videos sind normalerweise auf Komponentenkabeln, aber diese Spiele funktionieren nicht auf Komponentenkabeln, weil es ein anderes System ist. Darum muss ich komplett alles neu umstecken, um das zu machen, hat ein bisschen gedauert, aber das ist ja nicht eure Zeit, sondern meine. Ja, 20 Minuten oder was, ne? Na, ist gar nicht so viel, aber trotzdem für nur umstecken und dann Kabel suchen. Das ist schon shitty. Okay, so wie immer. Außerdem ist das hier dann nicht die Belegung, sondern das hier, ne? Ja, okay, perfekt. Ich benutze mal diesen Arcade, um die Verbesserung zu sehen. Ne? Ob das besser ist. Ist noch immer mit Verlängerungskabel, weil ich habe, kann es nicht am Spielen, sonst. Muss ich komplett alles neu mal umräumen. Aber so viel Platz habe ich gar nicht. Good morning, okay. Wunderschön gemacht. Game Options. Es gibt Fairy Hearts. Ja, Fairy Hearts gibt es nur tatsächlich. Diesmal in Rot, deshalb spielen wir echt sehr selten mit Rot. Warum mit Früchte ist ja wurscht. Lass ich mal standardmäßig, ne? Er hat zurück, okay. Polygon-Test, was sind das denn? Ja, funktioniert gut. Spiel ist aus dem Röhrenfenster und das sieht schon ziemlich gut aus. Kann eh nichts benutzen. Ah ja, wie man das macht, ja. Das ist sehr gute Emulation. Aber es bleibt nicht gespeichert, das ist ein Problem. Vielleicht mache ich das ein bisschen da, oder? Ja, da steht 94 bis 2005. Obwohl, die Lautstärke ist eigentlich in Ordnung. Vielleicht gleich ein bisschen da. Ja, und bei mir reicht das ja. Mikrofonmäßig. Brauche ja auch nicht so laut reinschreien hier. Ist, glaube ich, gut fokussieren. Okay, mit Power bitte. Noch einmal. Gibt es wirklich nur die? Aber hier mit dem großen Unterschied. Die bewegen sich. Ja, gesehen, ich habe schon mal gezogen. Naja. Ja, so schnell muss man mal Tekken spielen. Die Farben sehen auf dem Röhrenfernseher auch ganz schön anders aus. Okay, jetzt mit den Dreieckregeln muss ich mir noch gewöhnen. Sind denken 5 nicht so selber. Ja, steht's auch, bisschen Minus. Aber schau, wie schnell es alles geht hier. Was lustig ist, dass der Heimvision etwas schwieriger ist als in Arcade. Also du hast Ultra Hard zumindest.
geht wie Butter, Leute. Das geht jetzt wie Butter. Okay, das ist also bis jetzt. Ich bin gerne einen Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich von Ding 5, aber ich kann nicht das halt nehmen. Okay, jetzt fängt es schon an, lustig zu werden. Ja, yeah. Da ist so langsam. Ja, da fängt der Schwierigkeitsgrad halt an zu bewegen. Okay, er hat in die Lage, ja, wie nichts, Adam. Ja, ja, kann schon, weiß nichts. Der ist gut, der ist wirklich gut. Dann mal so. Ja, ein bisschen Fokus hier. Ja, Fehler von ihm. Wisst was? Bam, gibt auf die Nuss, Leute. Ah, da hat er noch so eine Kette, tatsächlich. Sieht man besser. Da sehen wir den Unterschied zu Arcade und Arcade, PS1-Version noch. Effekte und so sind ziemlich gut, ne? Also es ist echt ein Genuss, das auf Rollenfest zu spielen. Ein Genuss, habe ich gesagt, ein Genuss. Ja, vorbei sich. Sehr schön. Egal. Einfach einen Schaden genommen. Okay. Da war nur selbe Scheiße ganz. Eigentlich muss bei drei hochfliegen, also Jogger, ne? Kann's auch werden, okay. Sehr interessante Förderung, die man hier hat. Da kann sie nicht gedoppen. Ich habe darauf geachtet, weil der Computer tut sich oft doppen bei den dritten Tritts. Aber ich weiß, wie ich mich dagegen machen kann. Ist echt fun. Da läuft ziemlich schnell alles. Ah, das ist auch relativ richtigeres 3D, weil die Bäume bewegen sich eigentlich ständig. Also, Dektionen sind halt verschieden, wie man jetzt sieht in den Grunde. Das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man Tekken 1 auf der PS1 kennen muss. Ja, da kann man sich nicht automatisch umdrehen. Ja.
Fehler, Fehler. Klar, es ist ein bisschen nervig zu spielen, ehrlich gesagt. Round one. Fight. Perfekt, Alter. Ja, das ist die alte Technik. Für Paul. Ah. You win. 10 Minuten. Na gut, 5 Minuten in dieser Zeit, aber. Was? Ja, gedrückt. Ja, der Rivale. Ich fall drauf rein. Den ältesten Trick des Jahrhunderts. Peter. Also so, dann würde ich dann so Spielbahn machen, dann würde ich das wieder machen, trainieren. Mehr halt die PS1-Version oder die PS3, was die PS1-Version auch ist, schöner wegen der Orange-Musik, aber zum Spielen hier ist das recht ein besser. Aber man fährt drauf rein. Aber ich würde dann meinen anderen Artist nehmen. Ja, Peter. Zwei Angriffe und der ist weg. Oh, Power und Decken. Zwei jetzt auch ein bisschen noch. Was? Okay, das ist neu. Wait, Anna. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Tank 1 lernen. Kommt ja die Erinnerung wieder auf, wie das war. Achso, man kann es ja nicht kontern. Ja, da muss man dann das machen, dann bin ich weg einfach. Selbst ohne Schlag. Okay. Ja, verstanden. Aber hier nichts, ehrlich gesagt, Leute. Ja, der will nicht, dass ich Fußball spiele. Oh, der kann tatsächlich raus. Konnte nicht abwehren. Ich habe das Gefühl, es ist auch die Vanille-Version von Tekken 1, ne? Kann das sein? Ist aber nicht von 2005. Ist nur wegen der Tekken 5 Collection. Jetzt, die haben Anniversary, ja. Das war jetzt. Ich bin Minus. Kommt gerade nicht raus. Denen ist es egal, was sie machen. Schön. Ich fahre drauf rein, wieder. Ich hab's gesehen, aber ich war schon in der Bewegung. Da hätte ich wenigstens einen Schlag machen sollen. Round one. Fight. Ja, komm, wenn der am Jahr tritt, dann ist er auch Komma. Keine Musik. Läuft wahrscheinlich auch nicht besser die Rom, ne? Ich hab gedrückt. Schau dir. Da stimmt doch was nichts wieder. Ich sage nichts. Der kriegt's noch hin, Alter. Ah, jetzt geht wieder die Musik. Sehr schön.
Er läuft selbst daran nicht so gut. Okay, dann muss ich richtig üben, wenn ich das diese Schwierigkeit so gerade machen will. Was? Muss man gleich ein bisschen abwarten? Bei diesem Map. Peter! Wo ist es doch, dass er gleich ansteht? So schnell aufstehen wie möglich, aber das kannst du vergessen. Okay, Hayashi. Der hat mir richtig viel Zeit gekostet, was die ganze Zeit, wo ich drin war. Ich bin weg. Sehr schön. Jetzt auch Anti-Fußballspieler. Ich hab deine Hand. Auch wenn die andere an dich schlägt, egal. Na, so zufällermäßig. Obwohl jetzt nichts mit Zufällen zu tun hat. Ich weiß nicht, warum der nicht drin hat. Aber der ist hier nicht, überraschenderweise nicht so stark, Hayashi, weil er ist ziemlich wie Katoria. Oder? Ja gut, das kann Katsuya nicht. Das stimmt. Okay, der ist nicht wie Katsuya. Aber ich meine halt die bestärkeren Moves von Katsuya. Ja, sehr schön. Ach, den haben wir stark hat er. Oh, da hat er noch. Ah, der hat mich gekriegt. Wenn die mehr ich halt kriegen, dann kann ich nicht mehr richtig abnehmen. Nur in ganz seltenen Fällen, wo ich mal abnehmen kann. Kommen dann halt, ne? In diesem Spiel. Bitte was? Okay, ich wollte ja auch den härten Schwierigkeitsgrad haben und da habe ich es halt. Well. Was wir machen wollen. Kann mich aufhalten? Er kann mich aufhalten? Da nichts. Der macht nur zweimal. Der Tsunami gegen ist es nicht, aber so eine Art halt, ne? Sweep halt, ne? Nennt man das, glaube ich. Ja, perfekt. Gegen Hayashi. Was sagen wir jetzt? Als? Na gut, ich muss auch gewinnen, Mann. Der teilt mir wieder heim, Alter. Tag 1, Leute. Tag 1. Ja. Come on, das ist doch blöd. Ich hab deine Hand. Du kannst nichts machen. Round 2. Ah, ich muss auch unblocken, stimmt ja. Ist ja nicht Tekken 2 oder Tekken 3. Wobei man das in Tekken 3 kaum benutzt, diesen Anspruch.
Hi. Ich darf nicht so stark drücken nach oben, sonst springt er 10 Meter nach hoch. So, deshalb gibt's Essen. Okay, wieder 7. Und das war's, ne? Jawohl. Das hat gut. You win. Ah, die zeigen dann wieder, wie ich gewonnen habe. Das gefällt mir sehr gut. Seitdem haben diese eigentlich nur in Tekken Tag das tatsächlich übernommen für die Heimversionen. CPU kann sich das nicht merken. Das ist praktisch die ganzen Replays, ne? Die dann gespielt werden, wenn man so will. Nur halt mit Musik, ne? Mit schöner Musik. Das ist nicht mal eigene Musik, das ist Chicago, ne? Ne, das ist die Stadion Musik. Ja, den Todesschrei von Hayashi hört man noch. Okay. Nur geht der blöde Koma, Alter. Die haben die Rivalen da richtig noch Alkohol gemacht. Ich glaube, im Originalspiel habe ich wieder auch ihn, aber habe ich einfach nur abgelost, weil der echt sehr gut ist in diesem Spiel. Tekken 5 kann ich ihn feiern lassen, einfach mal. Man Schlag mit Paul mit den Hammerschlag, ne? So ist wohl in Tekken 3 ist der der beste. Beste Version von Paul halt, ne? Kann auch sein, dass es deswegen halt das Lieblingsspiel ist für viele. Aber danach ist der, ich würde nicht sagen eine Flasche, aber schon nicht so Top-Tier-mäßig. Das sieht schon ein Jahr nicht mehr. Erster Platz natürlich, 12 Minuten. So. Das war doch richtig gut. Wie viel haben wir? 23 Minuten. Na gut, dann mache ich das nicht durch als ein Video. Braucht man doch eine mehr Ruhe. Braucht doch mehr Ruhe. Wir sehen uns dann in Tekken 2. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bye bye. Achso, mir fällt gerade ein, ich habe kein Intro gehabt, ne? Dann schauen wir das doch mal an, wenn es eins gibt. Free Play ist doch sehr super. Wenn man auch genau hinschaut, sieht es oben und unten sind die Ecken ein bisschen kleiner. Ach so. Läuft es dann auf, weil ich den Kontrolleur aufgestellt habe, auf 50 Hertz? Aber das Spiel selber irgendwie nichts. Ah, sehr schön. Das habe ich vergessen. Na, damals auch alles. Dann sage ich ciao. Bye bye.